Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Weinbaufreunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei zockt Terroir. Ich weiß das immer noch nicht. Spricht man das so aus? Eigentlich ist es falsch. OIS ist Ua. Ich kann es nicht aussprechen. Ist mir egal. Ich habe sowas im Kopf, wie man es aussprechen könnte, aber ich krieg's nicht über meine Zunge. Die will da nicht mitmachen. So, hier haben wir Clay. Clay. Wäre ein dritter Wein, ne? Den wir da machen könnten. So, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass der hier diesmal Reife kriegt. Das geht ja mal gar nicht. Alter, die schneiden so lange an diesem Wein, dass der schon wieder Blätter kriegt. Bevor wir sie runtergeschnitten haben, wollen die mich verarschen. Den da schreiben wir ab, wenn es sein muss. Kümmern wir uns um den, der uns Geld bringt. Und pisst und regnet und... Jetzt hört's auf, schlagartig. Jetzt haben wir sie so weit runtergeschnitten, dass nichts mehr drauf ist. Weil jetzt kommt so ein Kackpilz wieder dazu. Meine Nerven, ey. 30% verlieren wir jetzt von unseren Trauben pro Monat. Aber wir kriegen Geld dazu, wir haben 500.000. Das können wir den dann auch langsamer schneiden. Wir haben ja immerhin schon Juni. Ich meine, rein theoretisch ist es wurscht, ja? Das darf nie wahr sein. Kommt denn dieser ganze Regen her? Klimawandel. So, wir haben jetzt hier 5. Es ist kein Problem, wenn der auch hochgeht und uns verbrutzelt. Das macht nur hier unten einen Unterschied. Anders kriegen wir den trotzdem dahin getrimmt, dass wir einen optimalen Ausbeute kriegen und einen guten Preis dafür kriegen. Deshalb mache ich mir da gerade wenig Sorgen. So, wie sieht's hier aus? Wir könnten nachlegen, aber haben keinen freien Slot. Wir müssen warten. So, hier haben wir 3, da haben wir 5. Und wir machen Menge hier mit. Wir brauchen mehr Sweetness. Wieso kommt hier keiner Sweetness rein? Das braucht so lang, jetzt regnet es wieder. Es darf nicht wahr sein. So, es ist cloudy. Wir schneiden ihn wirklich runter bis zum nichts mehr, damit wir hochkommen auf 6. Sehr schön. Kommen noch eine Stufe auf 7, dann kann ich die einholen. Kann ich sie ernten. Können wir lesen. Wo haben wir die Fruchtfliege? Da haben wir Fruchtfliegen. Ja, ganz toll. Wo haben wir die Kackfruchtfliegen? Da haben wir Fruchtfliegen. Da haben wir Fruchtfliegen. Ach, jetzt muss ich. Ja, das ist. Jetzt werde ich aufgefordert, dass ich doch gefälligst mal hier Gas geben soll. So, da 3 drauf, sind wir bei 8. Ich weiß nicht, wo ich noch hin soll. Wir probieren es knallhart. Haben wir noch irgendwo ein Feld, wo Fruchtfliegen drumherum fliegen? Glaube nicht. So, Sweetness. Holen wir raus, was geht aus dem ersten, dass wir auf 6 kommen. Und bei dem hier, dann machen wir es mal ganz hier schickt. Wir machen nämlich mal nur einen Punkt raus, dass wir auf 5 kommen. Oder? Was mache ich? Ne, wir testen das jetzt mal. Wir gehen da runter auf 3. Das Feld hier müssten wir eigentlich kaufen und rerollen in den Wald.
Da müssen wir es kaufen. Profitieren die beiden Felder nämlich auch noch von dem Waldbonus. Hat aber ein bisschen Kohle gekostet jetzt. Müssen wir das hier noch in Loom rerollen. Und dann hier noch ein Feld auf, hier noch ein Ding aufdecken. Wir sind schon wieder im Februar, alter Schwede, und das schießt direkt hoch auf 3. Wollen die mich verarschen? So, hier müssen wir auf 7. Das heißt, das Ding hier muss auf 8, 6, 10. Dann kriegen wir das auf 7. Hier sind wir bei 8 Tenants. Mit 3 komme ich runter auf 5. Dazu muss ich hier plus 1. Das passt. Los geht's. So. Das Fass müsste uns auf 7 bringen. Das Fass müsste uns auf 5 bringen. Und Februar, März, da sind wir schon einen Monat weiter. Haben wir überhaupt noch genug Platz, um den ganzen Kram hier zu botteln? 5, 3, 5. Botteln. Die Flasche mit Schraubverschluss. Botteln. Gucken, ob wir es hinkriegen. Don't have enough space. Dann verkaufen wir da haben wir noch keinen Platz. Dann verkaufen wir den hier. Was drücke ich denn für Tasten? 1560. Hat das genug Platz gegeben, dass wir das hier jetzt botteln können? Immer noch nicht. Ach, durch lieber Himmel. Wir organisieren hier mal ein Testing. Wir haben 3-5 Sterne, ne? Wenn die uns jetzt noch irgendeinen Punkt geben, auf die Wertung, die wir irgendwann mal erfolgreich getestet haben. Okay. 5-3-5-4 ist zumindest ein Ausgangspunkt. Jetzt können wir einzelne Punkte versuchen zu steigern, um zu gucken, wo wir optimieren können. Das heißt, das nächste Mal 5-4-5 und gucken dann mal, was dann ist oder so. Oder 6-3-6, aber ich glaube, das hatten wir sogar schon, sowas. Und das haben wir gekriegt mit dem plus 1 Rating. Das heißt, das Ding hat eigentlich minus einen halben Stern. Also hat eigentlich gar nichts. Wenn ich das richtig sehe. Puh. So, wir verkaufen den Wein hier auch noch hier drüber. Kriegen wir den Wein jetzt endlich gebottelt? Immer noch nicht. Wie viel kriegen wir denn gebottelt? 60 kriegen wir gebottelt. 70 kriegen wir gebottelt. 71 kriegen wir nicht mehr gebottelt. Gut, dann machen wir es ganz einfach. Dann botteln wir 70. Lassen die verkosten. So, und gehen damit zu unseren 5-Sterne-Testern, die uns dann 4 Sterne geben insgesamt, glaube ich. Ja. Also, auch hier müssen wir gucken, irgendwo noch ein 8er reinzuzaubern. 8, 6, 7, 7, 6, 8. Irgend sowas in dem Dreh.
In der Hoffnung, dass wir dann die Jungs hier auf 5 Sterne kriegen. So, aber dieser 4-Sterne-Wein, der geht jetzt 8400. Der geht jetzt hier rein. Wie mache ich das? 2, 4, 6. 2, 5. 5, 7, 5. Alter. So machen wir das Ganze. Verkaufen das. Dann haben wir jetzt wieder Platz. Jetzt können wir das hier noch botteln, den Rest. Und den müssen wir auch verkosten. Echt witzlos. Den haben wir gerade verkostet. So, ich hätte ihn auch noch liegen lassen können und gucken können, wie sich die Flasche entwickelt, um dann mal zu gucken. Ja, ob dann vielleicht ein Sweetness rausgegangen wäre, was die Tester dann dazu sagen, aber naja, ist ja wurscht. So. Dann gucken wir jetzt mal hier. Immer noch kein Platz. Auf jeden Fall machen wir jetzt ein Schweinegeld. So, Loom. Add Tile. Plant. Geht's hier nicht weiter? Scheinbar nicht. Hat aber keine Auswirkung mehr, weil wir schon im laufenden Ding drin sind. Doch. Das zählt. Der wächst. Schnell runterschneiden. Schneller runterschneiden. Danke. Machen wir mit dem hier. Lassen wir den mal. 920.000. Jetzt machen wir Kohle. Weil wir den Wein gut raus haben und davon viele, viele Weinberge haben. Damit auch viel Menge kommen. Können wir entsprechend profitieren. So, jetzt müssen wir hier aber mal schneiden. Also 3 ist dann doch ein bisschen hardcore. So, schneiden wir das hier wieder runter auf ein Level, wo passt. Und dann schneiden wir das hier runter auf ein Level. Das ist doch krank! Warum kommt denn immer Regen, wenn wir es gerade geschnitten haben, ey? Wir sind schon im August. Und im September gibt es erstmal Regen. Wie soll es auch anders sein? Es geht mir auf den Sack. Es geht mir so auf den Sack. Geht doch wenigstens noch hoch auf 6. 6 Reife beim Chardonnay wäre doch das Mindeste. Danke. Könnt eigentlich auch Fast Harvest machen. Es geht schneller. Passiert nichts mehr. So, 5, 6, 5, 5 und plus 1. 5, 3, 3. 5. Das ist gut. Ja, das ist blöd. Kostet uns einen Stern. Wie immer, kostet uns einen Stern. Der Wein will einfach nicht bei uns. So, dann hauen wir mal rein. Ist jetzt ein toller Test, ne? Wir kriegen einen Stern abgezogen. Toller Test.
So, bei dem wollen wir 6 Sweetness, bei dem wollen wir 3 Sweetness. Das heißt, wir machen nix. Wir lassen ihn so. Dann kommen wir schneller voran. So, dann haben wir hier 5, 6, 8, 5, 6, 7. 7, 6, 8. Und hier haben wir 5, 3, 6. Mit anderen Worten, wir wollen nichts mehr ändern. Wir sind durch. Dezember, dann direkt in den Weinkeller. Gar nicht erst die Probleme aufkommen lassen. Und dann wird gebottelt, was das Zeug hält. Das einzige Problem, was wir haben. Das einzige Problem, was wir haben, wir haben keinen Platz. Wir haben nämlich jetzt wieder 3000 Flaschen. Und wenn ich jetzt mit der hier komme und sage, botteln. Und dem Kork und die Flasche kriegen wir schon wieder angezeigt, ist kein Platz. 70 geht schon nicht. 60 geht schon nicht. Alter. 50 geht. 55 geht. 57 geht. 59 geht nicht. 58 geht. Gut, wir machen 58 Fässer von dem Wein jetzt in Flaschen. Gott, wir haben den ja auch noch hier rumliegen. So, jetzt gehen wir erstmal hin und testen den hier. Über die, die es wissen. 4 Sterne. Das war nicht das Rätselslösung. So, dann können wir den auch direkt durchverkaufen. 2300. 2300. 2300. Egal, 60. So, da haben die schon mal was zu tun mit dem Wein. Dann testen wir den hier. Auch über die, die es wissen müssen. Mal gucken, was die zu dem sagen. Das gibt sowieso nichts. Ja. Es hat uns ja dann final auch noch einen Stern gekostet. Versteht ihr? Das ist das Hauptproblem da dran. Ich kann den eigentlich... den Wein könnte ich eigentlich auch wegschütten, ey. ...1080. Weg damit. Kostet uns wenigstens kein Geld. So, Barrels, Botteln, den Rest davon, dafür müssten wir jetzt Platz haben. Ist jetzt die Frage, lassen wir den nochmal einen Monat in der Flasche liegen und gucken, ob sich irgendwas verändert an den Werten. Und testen es dann mal, den verkosten zu lassen. Das sind 3700 Flaschen, also eigentlich will ich die auch auf einen guten Wert haben, wenn ich die verkaufe. Gute Frage. Wie hat der sich denn entwickelt? Der ist ja genauso gekorkt. Der hat Acid verloren und Mod Sweetness verloren. Puh. Wir verkosten ihn jetzt. So, da haben wir den nämlich schon mal sicher und sobald wir wieder open sind und können wieder verkaufen, werden wir auch wieder verkaufen. Und hier haben wir unseren 0,5 Sterne Wein. Von dem wir hier mal 600 Stück reinhauen.
Hui. Wir sind eh schon überfordert. Lass es einfach mal. Ja, wir könnten eigentlich, wenn wir wollten, das hier nehmen. Also da ist nichts dabei, was jetzt irgendwie einen Sinn ergeben wird. So, lass uns mal hier gucken. Hier was dabei ist, was uns weiterbringt. A vessel for fermenting wine. Kann ich damit mehr Süße abbauen eventuell? Wird das Sinn ergeben? Kann ich da kann ich da mehr Tische aufstellen, da ich mehr Wein verkaufe? Oder wie muss ich das verstehen hier? Egal, wir testen es mal. Können wir noch irgendwie was machen hier? Das könnten wir bauen. 500.000. Da in den See rein. Haben wir noch 400.000 über. Können wir hier erweitern. 250.000 kostet, 100 brauchen wir, 100 haben wir. Und wir haben das größte Chateau. Und wir haben immer noch 500.000. Weil wir verkaufen ja noch jede Menge Wein. Die haben sogar alle noch. Das ist pervers. Und wir haben ja nochmal Wein hier liegen. Den hier. Das sind ja nochmal 3720 Flaschen. Ich würde kirre, ey, was wir hier an Wein haben und was wir hier an Geld machen könnten. So, es fängt an zu regnen. Wir sind vorsichtig, aber ich sehe gerade, wir sind open. Nee, aber nicht hier. Doch. Die sind leer. Ich kann von meiner Menge hier verkaufen. Machen wir 1250. 1250. 1220. Sell. So, sind wir den los? Die kommen nicht zu Potter. Irgendwo noch ein Bauland hätte. Oh, 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 oh. Irgendwo noch Bauland hätte, würde ich nochmal eine Straußwirtschaft bauen. Wir sind im April. Macht Sinn, ein bisschen mehr zurückzuschneiden. Jetzt kommt kein Regen mehr und dann bin ich wieder am Fluchen, dass uns unsere Pflanzen verbrutzeln. Jetzt könnten wir Fertilizer gebrauchen, aber jetzt regnet es nochmal, das ist gut. Wir bleiben ruhig und entspannt. Wir sind open.
360 von dem. Let's go. Und von dem haben wir noch 960, die wir eigentlich hier rüber verkaufen wollen, aber die kriegen die einfach nicht los. Sollen wir? Das kann ich ja machen. Der hat ja einen halben Stern. Den beiden jeweils 480 Flaschen geben davon. Dann werden wir wenigstens mal los. Ja, ich meine, ich kann ja auch nicht Ewigkeiten hier Wein lagern. So, wir haben eine gute Menge. Wir sind bei beiden auf 5. Es dürfte nochmal regnen. Ich hatte nichts dagegen, bevor uns die nicht übergehen. Versteht ihr? Wenn jetzt der August kommt, ist zum Glück nur clear. Bleibt dabei 5 stehen. Na, ne, Claudi bleibt da stehen. Bei clear geht er weiter. Wir sind bei beiden auf 6. Das ist nicht gut. Also entweder kommt nochmal Regen oder es kommt beides. Wir können nämlich jetzt nochmal Menge machen. So, wir sind im... Das war nicht gut. Nein! Warum tropft denn mein Wein so? Der hat doch jetzt optimal... Ach, scheiß drauf. Ja! Verdammt! Warum kommt da eine Abfrage? Warum kommt da eine Abfrage? Fast Harvest? Bist du dir sicher, dass du dir ganz schnell... Ja, natürlich! Sonst hätte ich ja nicht drauf gedrückt. Ich muss den Haken da reinmachen. Oh, das gibt nichts. Das wird schwer. Das kriege ich nicht hoch. Höchstens mit einem anderen Verschluss haben wir mal Süße reingekriegt. So, was macht der hier? Drei Tannins. 250.000. Machen wir in der nächsten. Wenn wir die Million geknackt haben beim nächsten Mal. Wir crushen normal. Das dauert ja nicht so lang. Da kommen wir schon hin mit. Ach, dieses Novemberwetter und so weiter, das hat jetzt nochmal richtig Chaos reingebracht. So, Sweetness. Wir dürfen hier keine Sweetness mehr verlieren. Wir müssen hier noch Sweetness reinkriegen. Hier haben wir Sweetness 5. Wir hatten die ganze Zeit 3. Wir testen... Vier Sweetness. Ja, wir testen 4 Sweetness. Gibt jetzt eine lange Folge, weil wir viel organisieren müssen. So, Chardonnay. Wir sind auf 7, wir sind auf 5. 4, 5, 6, 7. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Wir müssen testen. So, hier sind wir auf 5. Wir wollen das andere auch runter auf 5. Nee, wir machen was anderes. Wir fahren das hoch auf 7. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe was vor. Das ziehen wir jetzt durch.
So, und zwar kaufen wir White Oak. Kostet uns 300.000. Ist mir egal. Beide kommen in White Oak. Wisst ihr warum? Das Ding reduziert Asset bei 1 und Tenants bei 2 und hört auf, wenn die Ideal Acidity oder Tenants erreicht ist. Und ich hoffe, dass wir so jetzt mal rauskriegen, was wir machen müssen. So, wir sind im Dezember. Und ihr werdet das jetzt auch sehen. Wir haben hier 757 und 747. Und wir lassen das jetzt mal liegen bis in Januar. So, und jetzt gucken wir uns an, was hier für Werte sind. 7, 4, 5. Das heißt, die 7 hier oben lässt er. Hier ist er runter auf 5. Das ist interessant. Und hier ist er von 7, 5, 6. Also hier ist er runter auf 6. Und hier hat er die 7 behalten. Wir lassen jetzt liegen bis Februar. Wenn sich dann nichts geändert hat, dann haben wir, glaube ich, die Optimumwerte. Dann packen wir den Wein noch in den Verkauf und dann ziehen wir in der nächsten Folge die Trauben weiter groß. Kommen wir Februar. Sehr schick. So, jetzt sind wir 743. Es wird ja immer interessanter hier unten. 756, der hat aufgehört. Also, den können wir schon mal bottlen. Optimum wird der eh nicht, weil er 5 Sweetness hat. Ich glaube, der braucht 6 Sweetness. So, und das hier finde ich sehr interessant. 3 Tenants, 7 Acidity. Acidity, keine Ahnung. So, wir bottlen auch das mal. Beziehungsweise wir können es eigentlich nur einen dritten Monat liegen lassen, um sicher zu gehen, dass hier wirklich nichts passiert. Den hier müssen wir natürlich verkosten. Tada! Deshalb, ich liebe dieses Fass. Ich liebe dieses Fass. Es hat uns jetzt im Prinzip die richtigen Werte gegeben für einen 5-Sterne-Wein. 7, 5, 6, 6. Das wird in meiner Liste landen. Aber jetzt peilen wir das hier an. Den können wir verkaufen mit Rekordmengen. Ach du lieber Himmel. Die haben noch Scheißwein zu verticken. Sollen wir alles dem geben? Sind die anderen sauer. Aber die haben ja noch Wein. So, und den lassen wir noch einen Monat liegen. Komm, den warten wir noch. Den einen Monat warten wir noch. Der bringt uns jetzt auch nicht um. Februar, komm, spring auch auf März. Muss man die Werte noch abschreiben. Aus dem Video raus dann. Dieses Fass macht dir das Arbeiten extrem einfach. 742. Ernsthaft jetzt? 2 Tenants ist für den... Kein Wunder, dass wir die ganze Zeit falsch lagen. Da bin ich ja mit Zahlen gefahren. Das war ja abartig. 7 Acid und 2 Tenants. Wenn das Ding jetzt gute Sterne kriegt... Alter, wir hatten immer viel zu viel Tenants drin. Deshalb hat er uns immer so eine starke Bewertung abgezogen. 3,5 Sterne, klar, weil immer noch nicht Optimum. Ja, das ist immer noch nicht Optimum. Aber 7,2 wissen wir jetzt schon mal. Vielleicht sogar 8,2. Wir hatten ja nicht mehr wie 7. Der hat da oben nie was abgezogen. Wir müssten mal ein 10,
10, 5, 10er Wein da reinpacken und müssten den mal laufen lassen. Aber wir kriegen was zusammen und das ist das Wichtige. Wir haben endlich mal Werte. Ja, der Markt ist leider total überlaufen von schlechten Weinen und den 10.000 Flaschen. Das heißt, das muss ich erst noch regeln, dann können wir auch den Wein verkaufen. Aber 7424 als Anhaltspunkt ist schon mal gut. Ja, wie auch immer. Pause. Ihr seht, der Wein ist nicht buggy, der Wein ist einfach nur falsch von mir zusammengestellt worden. So langsam hat sich's rauskristallisiert, wo wir hin müssen. Jetzt können wir davon auch ein bisschen mehr anpflanzen. Wir können dann auch hiervon ein bisschen mehr Wein verkaufen und kriegen auch so mit Sicherheit noch einen optimalen Wert raus, weil wir brauchen nur noch die richtige Süße rauszukriegen. Den Rest macht unser Fass. Ja. Und das ist tricky, aber dieses Fass macht dir das Leben leichter. So, ich bin raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.